Sogar mir machen sie Angst. Aber besser bellende Hunde als böse Männer auf der Schwelle. Dachtest du an jemand Bestimmtes? Natürlich, um das Schwein, das Fabian getötet hat. Als sie seine Leiche abgeholt hatten, bin ich sofort zu einem Freund gelaufen, der Kampfhunde züchtet. Hab diese beiden Kollegen gekauft. Musste ganz schön was springen lassen. Aber wenigstens schlafe ich ruhig. Wo auch immer die Hunde sind. Wahrscheinlich sollte man sie im Hintergrund sehen, aber man sieht sie hier leider. Wer bist du denn eigentlich? Der Bruder des Verblichenen. Gus heiße ich. Wir hatten zusammen eine Werkstatt. Meier und Meier. Mhm. Und jetzt heißt sie nur Meier? Ach, da ist ein Hundi. Ich mach sie dicht. Sobald ich einen Käufer für die Hütte finde, gehe ich zurück nach Mahakam und zu meiner Familie. Oder was davon noch übrig ist. Also, was willst du wissen? Was kann ich dir über Fabian sagen? Unsichtbare Zauberhunde. Ja, ein bisschen. Beziehungsweise sie stehen in, da einfach ein bisschen gleich fehl am Platz. Ich glaube schon, dass man sie eigentlich im Hintergrund hätte sehen sollen. Aber naja, haben sich halt wahrscheinlich für die Katze ein bisschen falsch positioniert. Sag mir, was du über den Mord weißt. Ausführlich und in der richtigen Reihenfolge. Es war so. Ich kam aus Ochsenfurt zurück und sah eine Rauchwolke über der Stadt. Ich dachte schon, Mist, ich verpasse, wie sie eine Hexe verbrennen. Aber der Rauch kam nicht vom Platz des Hierarchen, sondern von hier. Siehst du die Rußflecken? Da sind unsere Skulpturen verbrannt. Die Leute versammelten sich um das Feuer und fanden Fabian hier daneben. Als ich eintraf, hatten sie ihn schon auf einen Wagen geladen. Hast du mit den Nachbarn gesprochen? Haben die was Verdächtiges gesehen oder gehört? Angeblich nicht. Aber selbst wenn, sie hätten nicht geholfen. Die Novigrader machen selbst um blutende Waisenkinder einen großen Bogen, damit die Schnabelschuhe sauber bleiben. Was soll sie da ein Zwerg scheren? Hatte dein Bruder Feinde? Mochte ihn jemand nicht? Oder er vielleicht bedroht? Nein. Eigentlich war es Fabian, der so einem Mädel einmal gedroht hat. Er war ein guter Zwerg und ein hervorragender Handwerker. Aber auch ein unverbesserlicher Hurenbock. Wann immer wir etwas Geld hatten, ich wollte davon Werkzeug und gutes Holz kaufen, aber er schnappte sich immer die Börse und ging zu den Huren. Auf eine hatte er es besonders abgesehen. Er setzte ihr zu, rief: Es ist alles deine Schuld, du Menschenschlampe, und warf ihr noch andere Obszönitäten an den Kopf. Ich weiß nicht, was das sollte. Vielleicht war er in sie verliebt. Weißt du, wo ich sie finde, diese Schlampe? Stadtfriedhof. Sie ist vor ein paar Tagen gestorben. Einfach so im Schlaf. Ein Fieber, hat ihr Zuhälter gesagt. Okay. Gut, wir haben genug geredet. Ich muss mich umsehen. Sei mein Gast. Aber pass auf die Hunde auf. Ach, wo sind die Hundis denn? Da ist einer. Irgendwo stand der andere auch noch. Gucci, Gucci. Oh mein Gott. Gucci, Gucci, Gu. Gucci, Gucci, Gu. Oh mein Gott, man kann die Hunde schieben. Uhuhuhu. Warte, schweben die? Nee. Was ist mit diesen Hunden? Ah, da steht der andere. Geil! Die Hunde. Kann sie einfach so schieben. Pass mit den Hunden auf. Ja, ja. Was ist das? Wieso kann ich die Hunde hier schieben? Eine neue Sportart. Ein Witcher gefunden. Hund schieben. Verdammt, ich schieb den. Ich will den nach vorne schieben. Geil. Okay, wir haben ihn wieder an die Position zurückgebracht, tatsächlich. Statuen der alten Götter. Nur Frauen. Von der kurvigen Sorte. Ist hier? Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Blutflecken. Hier wurde Fabian gefunden. Okay. Hm.
Predigt, vergesst nicht, liebe Leute, dass das Feuer sowohl ein Segen als auch ein Fluch ist. Feuer kann mit seinen Flammen wärmen, Feuer kann unsere Nahrung zubereiten, Feuer kann die Schrecken der Nacht vertreiben. Doch Feuer kann auch versengen, verbrennen und verzehren. Deshalb müssen wir mit dem ewigen Feuer und seinen Geboten in Harmonie leben. Wer seine Lektion nicht befolgt, wer sie ignoriert, wer sich darüber lustig macht, soll sein Leben in seinen Flammen verlieren. Nehmt euch meinen Rat zu Herzen, gute Menschen, oder ihr werdet mit den Konsequenzen eurer Taten leben müssen. Okay. Darf ich mal in die Werkstatt? Ich habe da nicht einmal reingeguckt, seit sie Fabian gefunden haben. Aber ich lass dich rein, wenn du willst. Na, das hat ja funktioniert mit. Ich lass dich rein und hämmert mich von der Tür direkt weg. Was geht hier ab? Noch mehr Blutflecken. Aber nicht so viele, als dass er daran verblutet wäre. Außer jemand hat das Blut weggewischt und nur ein paar Flecken zurückgelassen. Sehen das Ganze nicht nachweisen? Die Möbel wurden umgeworfen. Das hier sieht nach einem Tritt aus. Formaldehyd. Das hat wohl kaum Fabian benutzt. Können wir noch was? Ja. An dem Saal anrichten? Ich habe mir deine Statuen angesehen. Und? Lebensecht, findest du nicht? Mhm. Vor allem die Frauen. Melitheles Brüste sind die größten, die ich je gesehen habe. Oh ja. Fabians Werk. Und ich sag noch, Bruder, solche Titten würden jeden Rücken brechen. Schnitz die mal nach. Er meinte aber, sie würden den Absatz steigern und ich solle die Klappe halten. Und das mit dem Absatz kam hin, bis zu einer Tempelmesse. Da sagte Hochwürden, wer Idole vom Anderling Meier kaufe, sündige doppelt. Als Ketzer und als Lüstling. Da war Schluss mit lustig. Ich bin schon im Bilde. Fabian war in der Werkstatt, als der Mörder ihn angegriffen hat. Sie kämpften. Fabian wurde überwältigt. Dann gefoltert. Eine Weile. Die Einzelheiten muss ich nicht wissen. Sie schlagen mir auf den Magen. Als es vorüber war, zog der Mörder Fabian auf den Hof. Er machte aus den Skulpturen einen Scheiterhaufen und setzte sie in Brand. Aber warum? Wozu denn? Um ein Exempel an ihm zu statuieren. Für die ganze Stadt. Gut, wir haben genug geredet. Hier erfahre ich nichts Neues mehr. Pass auf dich auf. Hi King, schön, dass du wieder zurück bist. Du hast Witcher 1 angefangen und bist endlich in Vizima angekommen. Es ist sehr cool. Ich möchte dir noch einen Rat geben. Lass dich bitte nicht von dieser useligen, hässlichen Grafik, von diesem useligen, schwierigen und abgefuckten Kampfsystem die Laune auf Witcher 1 verderben. Die Grafik ist hässlich, die Steuerung ist scheiße, ja. Aber ich muss noch immer sagen, Witcher 1 ist eins der geilsten Spiele, was ich je gespielt habe, weil die Geschichte, wenn man dann dahinter steigt, das ist bei mir erst im zweiten Akt so langsam passiert. Vorher war ich die ganze Zeit verwirrt, weil es auch eigentlich so in dem Sinne mein erstes RPG war, was ich angefangen hatte zu spielen. Aber es lohnt sich. Und es lohnt sich aber wirklich zu spielen. Die Grafik ist toll. Hm? Also ich bin froh, mittlerweile beim sexy Geralt angekommen zu sein und nicht bei... Ich sehe hässlich aus, Geralt. Bei mir war die Grafik nicht das Problem. Alter, Geralt, Isabam, alles erzählen. Ja, aber man will das doch wissen. Ja, ich stehe hier falsch. Muss ich hier rein? Ich muss hier rein. Muss ich hier weiter? Wie bin ich denn jetzt? Kann man hier auch irgendwo... Und haben mit Marigold
hab die Karte dafür bekommen. Hoffe, ich bekomme weitergehen. Da, ey, ganz ehrlich. Also, Witcher 1. Witcher 1 liegt da richtig gut vor. Und du, also, in Witcher 1 geht's irgendwie immer darum, nur Sex zu haben und zu saufen. Was ich auch nur empfehlen kann, und das ist jetzt tatsächlich auch Eigenwerbung, aber ich liebe dieses Video. Ich bin ja auch bei YouTube. Und einer meiner Moderatoren hat mir ein, Video zusammengestellt. Was mache ich hier? Ich weiß es gerade nicht. Huch. Ich behalte dich im Auge. Ich dachte gerade, er guckt mit Pass dem... auf, wo du hintrittst. Mit dem Ding... auf die Wand. Tut aber nicht. Es gibt ein Best-of Witcher 1 von mir. Wenn du Witcher 1 irgendwann durchhaben solltest, dauert eine Stunde das Video zwar, aber es ist ich finde das persönlich sehr, sehr witzig. Wenn man mal sehen möchte, wie verpeilt ich den Witcher 1 gespielt habe. Ich habe in Witcher 1 irgendwann gecheatet, weil mir die Steuerung so hart auf den Sack ging, aber durchgespielt habe ich es trotzdem für die Story. Ich habe es tatsächlich komplett durchgespielt und ich habe nichtmals wo bin ich jetzt hier? In der Kanalisation. Ich habe nicht mal die Schwierigkeitsgrad umgeändert. Und Katzentränke kann ich hier auch nur wärmstens ans Herz legen. Und eine Fackel. Wenn du eine Fackel hast, verkauf die nicht. Die Fackeln sind heilig. Hä, jetzt bin ich wieder voll weit weg. Was hab ich getan? Also wirklich Arme mit einer Bibliothek. Man stelle sich das vor. Böse Zeiten, wenn Bettler Briefe schreiben können. Das verdirbt ihren Geist. Perfektes Spiel, ja. Nee, der spannert immer Bordell gegenüber. Ach so, okay. Aber ich habe herausgefunden, dass man einfach alles easy klauen kann. In Morrowind wurde man sofort verhaftet, verhauen. Ich glaube, man kann überall klauen. Irgendwann hieß es in Witcher 3 sogar im Tutorial, jetzt würden die Wachen darauf achten, aber sie tun es im Grunde nicht. Man kann Hexer, überall klauen. Der Leichenbeschauer will dich sehen. Noch ein Opfer. Ich soll dir sagen, dass die Vordertür für dich offen ist. Du sollst kommen, so schnell du kannst. Okay. Macht es am Anfang einen Unterschied in Teil 1, ob man das Labor rettet oder den Furchtbringer verhaut? Boah, das sind so... Huch! Mein Gott, jetzt geht's wieder aus dem Spiel rausgeschmissen. Das sind so Entscheidungen, die ihm vielleicht im Nachhinein mal Einfluss nehmen kann. Aber ich glaube, ich habe, glaube ich, auch den Frucht... Nee, ich glaube, ich bin erst ins Labor und danach... Also, ich habe beides gemacht. Dadurch hast du halt mehr Items bekommen. Ich habe erst das Labor, glaube ich, gerettet. Mein Gott. Spiel. Ich weiß nicht. Es ist immer geil, mein Rechner schmeißt mich zweimal direkt hintereinander aus dem Spiel. Also, es hat mich jetzt nicht mehr verwundert, dass das direkt passiert ist. Eine Feuerschale. Zu dieser Jahreszeit? Menschlich. Von Priscilla. Ja, Schwester? Ist er das? Boah, hab ich mich jetzt... Woher soll ich das wissen? Beobachtet ihn. Wir werden sehen, was er macht. Nochmal. Jetzt alle gemeinsam. Tötet den Bastard. Was wollt ihr von mir? Wieso werde ich hier angegriffen? Auge um Auge. Was wollt ihr von mir? Das war's. Jetzt bist du dran. Im Wagen zu stehen ist ganz schlecht. Jetzt links! Links! Wir müssen ihn umzingeln. Du meinst wohl, du kannst mich auch aufschlitzen, was? Schieb sie in den Arsch, du Irrer! Huren können auch kämpfen! Ha! Ganz ruhig, ich tu dir nichts. Was machst du hier? Rache üben? Was glotzt du denn? Weißt du nicht, dass Mörder immer an den Schauplatz des Verbrechens zurückkehren? Meine Brüder und ich werden ihm einen gebührenden Empfang bereiten. Für Priscilla. Was hätte er sie erledigt, der Hundesohn? Ich weiß. Ich bin hier, um nach Spuren zu suchen. Und mit allen zu reden, die etwas wissen können. Ich kann dir nicht groß helfen, fürchte ich. Aber ich kann dir sagen, was ich weiß.
mach es am anderen. Mir wurde halt gesagt, dass es die Story beeinflusst und es teils in Teil 2 übernommen wird. Ja, sogar in Teil 3 nimmt alles noch Einfluss. Also, ich empfehle dir auch echt, die Speicherstände immer wieder mitzunehmen, aber triss mal doofe Entscheidung, mal gute Entscheidung. Das musst du einfach abwägen. Und ich finde, Witcher machst dir da echt nicht einfach. Also, ich habe bei Witcher 3 schon so oft wieder neu geladen, weil ich so eine scheiße Entscheidung getroffen habe, weil ich das überhaupt nicht abwägen konnte in dem Moment. Aber als ich das Talentsystem sah, puh, so viel. Hoffe, ich schaffe es, das alles regelmäßig Kopf zu füllen am Ende. Für Fulfiller, ja. Man kann nicht alles skillen, auf jeden Fall. Du musst dich da schon ein bisschen spezialisieren, wobei man das schon großflächig auch bei Witcher 1 skillen konnte. Es gab auch nur so zwei Momente, wo ich mega den Ausraster im Spiel geschoben habe, aber das kommt erst zum Ende. Weil da muss man zwei Bosse kämpfen, die irgendwie sind durch die Steuerung ist es halt echt unfassbar schwer. Ich speichere vor jedem Grill im Spiel auf der Hoffnung auf eine Karte. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Du und Priscilla seid Freunde? Freunde, nein. Aber sie hat nicht nur eine dumme Hure in mir gesehen. Das war schon was. Ich wollte die Hurerei aufgeben und was Anständiges machen. Aber niemand wollte mich einstellen. Als Wäscherin nicht, als Dienerin nicht, als Köchin nicht. Nur Priscilla war anders. Sie hat mir angeboten, mich in ihrem Stück zu besetzen, weißt du? Viele Schauspieler hatten Angst vor ihren Scherzen über das ewige Feuer. Lispelotte auf der Bühne. Kannst du dir das vorstellen? Na, der Traum ist ja jetzt ausgeträumt. Ich stehe wieder an der Straße. Das tut mir leid. Es könnte auch schlimmer sein. Das sag ich mir jedenfalls. Sollen wir nicht die Nummer schieben? Priscilla war nicht das einzige Opfer. Ist dir das klar? Mein Lieber, natürlich ist es das. Dies hat ja nicht erst gestern begonnen. Es sind schon andere so gestorben. Aber wer gibt was drauf? Menschlicher Abfall. So nennen uns die Wachen. Erinnerst du dich an Namen? Sie hatten keine richtigen Namen. Glatze, Locke, Backe. So wurden sie genannt. Keine Freunde, keine Familie. Die Leichen sind schon lange verbrannt. Darfst du das Teil 2 läuft in Teil 3? Ich muss mich noch etwas umsehen. Der Tradal könnte echt schwierig werden. Versteht sich. Wir halten uns zurück. Aber wenn du hier noch etwas findest, sag es uns. Ich bezahle extra, wenn ich sie knebeln darf. Ja, ja! Hast du ein Problem? Lispelotte. Menschlich. Von Priscilla. Den Geruch kenne ich. Formaldehyd. Na, was ist? Na? Okay. Mit dir können wir leider nichts machen. Pass auf dich auf. Wie, weißt du, in Witcher 1 könntest du dich sofort knallen. Versteht sich. Wir halten uns zurück. Aber wenn du hier noch etwas findest, sag es uns. Na? Es hat leider nicht funktioniert, ne? Das ist auch noch. Vergesst nicht über... Ach, es ist immer noch wieder dieses... ewige Feuer-Möpsi. Was ist denn hier? Eine Feuerschale. Zu dieser Jahreszeit? Menschlich. Von Priscilla. Was ist denn jetzt? Eine Feuerschale. Zu dieser Jahreszeit? Ich hab mein Spiel buggt gerade ein Was bisschen. Willst du? Nichtsdestotrotz, wir haben nach 10 Uhr. Ich mache dementsprechend langsam Feierabend hier. Das heißt, wir werden uns erst beim nächsten Mal, also Donnerstag wahrscheinlich, um